14. April 2007. Nach 2 Jahren ist die Dominanz der Eisbären Berlin zu Ende. Die Adler Mannheim sind zurück auf dem Thron. Und jetzt hat die Mannschaft abgeliefert, was alle erwartet haben. Mannheim ist deutscher Meister 2007. Die 13. Saison in der deutschen Eishockeyliga, eine Saison der Rekorde. In Krefeld sorgt der spätere Spieler des Jahres Herbert Wasiljevs für eine bis heute unerreichte Glanzleistung. Der Lette im Trikot der Pinguine spielt sich im Heimspiel gegen die Frankfurt Lions in einen wahren Rausch. Erzielt beim 8:2-Sieg 4 Tore und 4 Assists. 8 Scorerpunkte in einem Spiel, bis heute DEL-Rekord. In Duisburg wird der eigentliche Co-Trainer Karel Lang mit 48 Jahren und 266 Tagen zum ältesten Spieler, der jemals auf dem DEL-Eis gestanden hat. Im letzten Heimspiel schenkt ihm sein Chef Didi Hegen nochmal einen Kurzeinsatz. In Straubing kehrt mit Erich Kühnhackl ein alter Bekannter an die Bande der DEL zurück. Der Eishockeyspieler des Jahrhunderts feiert mit Aufsteiger Straubing einen guten 12. Platz. Und in Köln kommt es zu einer vielbeachteten Massenschlägerei, wo insbesondere Moritz Müller von den Haien und Ingolstadts Christoph Milischko aneinander geraten. Es kam eine Situation, wo ich diesem Ganzen nicht aus dem Weg gehen konnte. Also Christoph Milischko war da vor mir und entweder ich ziehe jetzt den Schwanz ein oder ich muss mir die Situation stellen. Ich wusste, ich muss mich stellen. Und so kam es dann zu diesem Boxkampf. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, dass die Leute in Köln mich so richtig wahrgenommen haben und ich für mich selber nah machen konnte. Die Playoffs werden zur großen Machtdemonstration der Mannheimer. Mit nur einer Niederlage stürmen die Adler zum Titelgewinn und haben das Siegergehen von Beginn an in sich. Im ersten Viertelfinale gleichen sie die Partie gegen Frankfurt 1 Sekunde vor Schlusskurs. Die letzten Sekunden, nochmal Schuss und Tor! Ausgleich! 1 Sekunde vor Ende der Partie! Ja, gibt's das! In der Overtime holt sich die Mannschaft von Greg Post dann den Sieg und schließlich mit einem Sweep im Finale gegen die Nürnberg Ice Tigers den Titel. Ullmann, Tor! 3 Minuten vor der Pause, Christoph Ullmann, das 5:2. Eine nahezu perfekte Saison für die Adler Mannheim endet mit der 6. Meisterschaft der Vereinsgeschichte.